So, hier ist das Wohnmobil, mit dem der Uwe unterwegs war. Es ist ein Foster, fast 7 Meter lang, mit Fahrradhalter hinten dran. Ganz tolles Teil. Ich zeige es euch auch mal von innen, soweit wie es geht. Es ist ganz neu, richtig schön. Die Sitze kann man drehen, den Tisch kann man bewegen. Da ist ein Bad hinten dran und eine Toilette und ein Doppelbett. Hier neben ist ein Kühlschrank, riesig groß. Und eine kleine Küche. Und oben, zeige ich euch, ein Hubbett noch extra mit dabei. Ist also ein ganz, ganz tolles Ding. Wir hatten das jetzt für ein Wochenende und der Angelo war mit unterwegs. Das ist großartig. Ich versuche mal, ob ich euch das Bad zeigen kann. Das wackelt. Ich versuche es mal. Das ist Bad, Nasszelle. Und hier gibt's einen richtig tollen Kühlschrank mit Eisfach und allem dabei. Das ist richtig groß. Guck mal, Herd, Spüle und natürlich ist jede Menge Geschirr und alles dabei. Das Ding ist eingerichtet. So, hier, es ist ein Fiat. Super, super bequem. Die Sessel kann man natürlich drehen. Hier gibt es überall Ablagen. Überall kann man Sachen noch verstauen. Richtig, richtig klasse. Guck mal hier, ist echt viel Platz. So, wir geben das Ding jetzt wieder zurück. Wir waren ganz happy damit. Und Urlaub mit Hund, kein Problem. Jetzt krabbel ich mal wieder raus und zeige euch draußen. Wupp, so. Uwe hat ein Fahrrad mit bei gehabt. So, da ist noch diese Heckgarage. Da sind Tische, Stühle, Grill, alles Mögliche drin. Also ein riesen Stauraum. Und hier hinten fürs Fahrrad. Also, super eingerichtet. Ein Foster, wie gesagt, ganz klasse, könnt ihr mieten, ist auch nicht so teuer. Und Hunde sind gern gesehen. Bis dann, tschüss.